Meine Worte, Lieutenant? Sie sind wahr, Ma'am. Gehen wir. Sie sind in Sicherheit und nur das zählt. Hey, alles okay? Kann ich den heutigen Tag nicht einfach rückgängig machen? Und einem Pathfinder nicht alles nehmen, was sie liebt? Ich habe so sehr an Sarissa geglaubt, aber die Asari sind genauso orientierungslos wie wir. Wir kennen unsere Mission. Und ich denke, wir finden uns ziemlich gut zurecht. Ich hätte das vielleicht nicht gerade zu einem Pathfinder sagen sollen. Danke, dass Sie auf der Lucinia für mich da waren. Darf ich Ihnen etwas sagen? Klar. Ihr Vater hat richtig entschieden, als er nicht mich, sondern Sie zum Pathfinder gemacht hat. Ich gehe niemals voran. Ich suche immer nach einem Mentor und einem Plan, dem ich folgen kann. Die Fehler, die ich als Pathfinder machen würde, wären schlimmer als Sarissas. Sarissa? Sie hat gelogen, nur um weiterhin als Heldin zu gelten. Sie hingegen kämpfen und retten Leben, ohne dafür Anerkennung zu verlangen. Das ist nicht... Doch, es ist wahr. Finden Sie sich damit ab. Hören Sie, es war weder Ihre noch meine Entscheidung. Aber vielleicht sind wir ja beide genau da, wo wir sein sollten. Auch wenn wir Ihren Vater verloren haben. Das Leben geht weiter. Wenn man etwas nicht entfliehen kann, muss man es nutzen. Was haben Sie gerade? Hm? Oh, Ihr Vater hat sowas Ähnliches mal zu mir gesagt. Und es ist wahr. Ich muss über einiges nachdenken, aber mir geht's gut. Und ich werde da sein, wenn Sie mich brauchen. Pathfinder, Sie haben offene Videoanrufe. Unsere Ration vorhalten müssen. Wir haben trotz des Handels mit Kedera und Aya noch keine verlässliche Nahrungsquelle in Helios. Ryder, wie geht's meinem Lieblings-Pathfinder? Suvi meinte, es ginge um irgendwas Wichtiges. Ich dachte, Sie könnten vielleicht einen freien Abend vertragen. Sloan hat zu einem geselligen Beisammensein geladen und ich konnte eine Einladung ergattern. Hätten Sie Lust, mich zu begleiten? Sloan veranstaltet eine Party? Ich hätte nicht gedacht, dass sie der Typ dafür ist. Sie betrachtet diese Veranstaltungen als notwendiges Übel, um die Leute bei Laune zu halten. Zu kostenlosen Drinks sage ich nie nein. Vor allem dann nicht, wenn sie auf Sloans Privatvorrat stammen. Wir treffen uns vor dem Hauptquartier der Verbanden.
Sieht das für Sie gut aus? Als ob irgendeins Ihrer Gerichte den Eimertest bestehen würde. Ich verstehe nicht. Stellen Sie... Axul ist überaus raffiniert. Wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Meine Mütter machen sich große Sorgen wegen der Cousins, die sich ihm angeschlossen haben. Erzählen Sie mir mehr über Ihre Spezies. Was würden Sie gerne wissen? Okay, belassen wir es dabei. Bis später, Joel. Ich wünsche Ihnen Stärke und Erfolg. Pathfinder, ich habe in dem Sicherheitsvideo von Svenda eine Spur entdeckt, der wir nachgehen könnten. Was hast du rausgefunden? Ich aktualisiere Ihr System mit dem entsprechenden NAV-Punkt. Hallo Sarah. Kedera Port hat Fragen für die Zukunft aufgeworfen. Welche Fragen? Wenn wir in Andromeda Erfolg haben, werden wir mehr KIs erschaffen. Wir sind alle Individuen. Einige könnten illegale Handlungen begehen. Aber wenn KIs Bürger sind, muss es auch für uns Gesetze und Strafen geben. Ich frage mich, wie die wohl aussehen werden. Ist es verwirrend, an mehreren Orten zu sein und mit verschiedenen Leuten zu sprechen? Mein Bewusstsein lässt sich partitionieren. Ich kann Ihnen also dieselbe Aufmerksamkeit gewähren wie zum Beispiel einem Techniker im SEM-Kern. Im Einsatz sind Sie mein Primärfokus und alle anderen Anfragen kommen in eine Warteschlange. Umgangssprachlich haben Sie meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Danke, Sam. Das genügt. Ich empfange etwas. Sonde gestartet. Erhalte Scan-Daten. Thank you.
empfange etwas. Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Wir sind in einer Parkbahn. Scan abgeschlossen.